Mein Name ist Yoshiki Furuya. Eines Tages wurde ich plötzlich von meinem Großvater gebeten, zu ihm zu kommen und war verblüfft, als ich hörte, was er mir zu sagen hatte. Was? Ein arrangiertes Date? Ganz genau. Es wird Zeit, dass du an die Ehe denkst. Aber ich bin doch noch im dritten Jahr der Highschool. Mach dir keine Sorgen über solche Kleinigkeiten. Stimmt, das sind keine Kleinigkeiten. Außerdem habe ich deine potenziellen Partner bereits hierher eingeladen. Was? Sie sind bereits hier? Wir dürfen nichts anbrennen lassen. Ist das nicht ein bisschen zu schnell? Für jemanden, der ein Unternehmen führt, ist schnelles Handeln wichtig. Oh, das ist eine Weisheit von jemandem, der es geschafft hat, sein Geschäft von einem kleinen Unternehmen zu einem der größten Unternehmen in Japan auszubauen. Aber er bringt seine Geschäftstechniken in mein Privatleben ein. Das ist eher lästig. Wie auch immer, ich möchte dir die Mädchen vorstellen, aber ich denke, du kennst sie vielleicht schon. Was? Oh, ich war erstaunt, als ich die Mädchen sah. Er hatte recht, ich kannte sie. Also, meine Damen, bitte stellen Sie sich der Reihe nach vor. Ja, sehr gern. Ich werde als die Älteste beginnen. Mein Name ist Chizuku Kimoto. Ich bin im letzten Jahr der Highschool und derzeit die Präsidentin des Schülerrats der Kanan Highschool. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Chizuku Kimoto, sie ist die Madonna der Schule, weil sie zu allen freundlich ist. Sie hat die besten Noten und seit sie mit den besten Noten bei der Aufnahmeprüfung in die Highschool gekommen ist, hat sie diese Spitzenposition bisher durchgehend gehalten. Außerdem ist sie dafür bekannt, dass sie gut im Sport ist. Sie hilft bei den Sportteams, wenn diese sie darum bitten. Sie ist die perfekte Schönheit. Als nächstes ich. Ich bin die zweitälteste Tochter der Familie Kimoto. Mein Name ist Arise Kimoto. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, das war's? Arise Kimoto, obwohl sie die jüngere Schwester des Schülersprechers ist, wirkt sie meist ein wenig abwesend. Es ist schwer zu sagen, was sie gerade denkt. Sie ist eine geheimnisvolle Schönheit. Aber manche Leute sagen, dass genau das ihre Attraktivität ausmacht. Sie hat durchaus ihre Verehrer. Die Mädchen sehen sie als verträumt an und sagen, sie sei süß. Sie ist sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen beliebt. Aber sie hat ihre Prüfungen immer nur knapp bestanden, also war Lernen wahrscheinlich nicht ihre Stärke. Außerdem ist sie nicht motiviert, Sport zu treiben und ihre Noten sind nicht gut. Sie ist in der gleichen Klasse wie ich. Alles klar! Ich bin die Letzte. Kotori, okay? Ich heiße Kotori Kimoto. Ich bin dieses Jahr in die Highschool gekommen und bin auch ganz neu. Mein Hobby ist Karaoke und Spiele. Ich gehe oft mit meinen Freunden aus. Ich glaube, ich mag keine Paprika. Kotori Kimoto. Sie ist die jüngste der schwarzhaarigen schönen Schwestern. Dank der Beliebtheit ihrer älteren Schwestern finden die älteren Schüler sie sehr süß. Außerdem ist sie sehr kontakt- und kommunikationsfreudig. Sie hat die Leute um sich herum um den Finger gewickelt. Es gibt viele, die gar nicht anders können, als sie zu verwöhnen, sowohl Mädchen als auch Jungen. Obwohl sie so ist, ist sie sowohl in der Schule als auch im Sport gut. Ihre Noten sind wie die ihrer älteren Schwestern, die besten ihres Jahrgangs. Man sagt ihr auch nach, dass sie eine Kandidatin für die zukünftige Schülerratspräsidentin ist. Großvater, Sie sind alle von meiner Schule. Warum hast du ausgerechnet sie ausgewählt? Ja, sie gingen alle auf dieselbe Schule wie ich. Ich kannte also alle Gerüchte über sie. Ich glaube aber nicht, dass diese Mädchen aus einer besonders reichen Familie stammen. Nun, politische Ehen sind nicht so interessant. Und ich dachte, wenn wir Leute fragen, die wir kennen, würden sich viele melden, um zu kandidieren, oder? Deshalb dachte ich, ich lade die Mädchen ein, die an deiner Schule beliebt sind. Der Fakt, dass sie beliebt sind, ohne eine reiche Familie hinter sich stehen zu haben, macht sie charismatisch. Der zweite Grund scheint in Ordnung zu sein, aber der erste? Ich wünschte, er würde nicht aus einem plötzlichen Impuls heraus handeln und dann mittendrin in der Durchführung aufhören. Warum hast du drei Mädchen eingeladen und nicht nur eine? Ich weiß nicht, welche Art von Mädchen du magst, also dachte ich, wenn ich drei einlade, findest du vielleicht diejenige, die du magst unter ihnen. Du hättest mich auch einfach fragen können, bevor du sie eingeladen hast. Wenn ich das getan hätte, hättest du dich selbst aus der Sache rausgemogelt, oder nicht? Ah, er kennt mich zu gut. Es scheint, als hätte er im Voraus dafür gesorgt, dass ich mich nicht aus der Sache herauswinden kann. Mein Großvater macht mir schon seit meiner Kindheit solche Schwierigkeiten. Entschuldigen Sie bitte, dass ich euch hab warten lassen. Mein Name ist Yoshiki Furuya, der Erbe der Familie Furuya. Ich bin in der Unterstufe derselben Schule, die ihr besucht. Es ist mir ein Vergnügen, euch heute in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Ja, ich weiß. Du bist in der Schule berühmt, weil du super reich bist. Hey, Kotori, das ist unhöflich.
Mach dir nichts draus. Es ist besser, wenn du es weißt, weil wir dann direkt zur Sache kommen können. Großvater, kannst du das bitte übernehmen? Nein, ich gehe jetzt. Du willst gehen, nachdem du das hier inszeniert hast? Ich werde das euch jungen Leuten überlassen. Die Alten sollten sich da nicht einmischen. Ich bin nur rücksichtsvoll. Du solltest mir dankbar sein. Ich versuchte mit ihm zu streiten, aber er verließ schnell den Raum. Du willst doch einfach nur keine Verantwortung übernehmen. So sorgenfrei wäre ich auch gern. Dein Großvater ist wirklich einzigartig. Entschuldigt, dass ihr hierher gerufen wurdet. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nein, ich habe keine speziellen Fragen. Ja, kann Katori eine Frage stellen? Ja, bitte. Kannst du mir sagen, welche Art von Mädchen du magst? Die Art, die ich mag. Tut mir leid, ich habe keinen bestimmten Typen. Also wenn ich unbedingt eine Antwort geben muss, würde ich sagen, jemanden, den ich am Ende mag, ist mein Typ. Oh, das ist keine Antwort auf meine Frage. Du schummelst. Diese Art von harmloser Antwort ist langweilig. Hey, Kotori, hör auf damit! Bei diesem Treffen möchte ich eure Persönlichkeiten kennenlernen. Daher freue ich mich, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht führen zu können. Nach dem, was ich bisher erfahren habe, verfügt die Jüngste über eine hohe Kommunikationsfähigkeit, wie ich aus von Schulgerüchten her schon kenne. Sie hat auch keine Scheu, auf andere zuzugehen. Die Ältere hingegen war gut erzogen und rücksichtsvoll gegenüber anderen. Beide würden sich gut in einem sozialen Umfeld machen. Die Jüngste muss allerdings auf ihr Wort achten, aber darüber muss ich mir gegenwärtig wohl noch keine Gedanken machen. Oh, wirklich? Danke vielmals! Du bist so nett! Kotori, wir werden uns unterhalten müssen, wenn wir wieder zu Hause sind. Warum? Er sagt, es ist in Ordnung! Und die älteste Tochter spielt ihre Rolle der älteren Schwester gut. Nein, es ist wirklich in Ordnung, also schimpft bitte nicht mit ihr. Aber die zweitälteste Schwester sagt nichts. Das ist ein Problem. Aber wenigstens kenne ich sie aus der Schule. Da ihr alle denselben Nachnamen habt, wäre es in Ordnung, wenn ich euch mit eurem Vornamen anspreche? Ja, das ist in Ordnung. Kotori ist damit einverstanden. Bitte nenn mich Kotori. Danke. Um ehrlich zu sein, ist es das erste Mal, dass ich so etwas mache. Deshalb weiß ich nicht, wie ich am besten vorgehen soll. Wenn ihr irgendetwas vorschlagen wollt, dann könnt ihr es gerne sagen. Ihr wollt alle heiraten. Ist das richtig? Ja, was mich angeht, denke ich, dass es gut wäre, wenn ich irgendwann nach dem Schulabschluss heirate. Genau wie meine Schwester Shizuku. Ich möchte nicht unbedingt heiraten. Hey, Arise! Schwesterherz, was sagst du denn da? Warum bist du denn heute hier? Meine Eltern sagten mir, ich solle das hier machen. Verstehe. Arise, du solltest so etwas nicht sagen. Ja, das stimmt. Du benimmst dich unangemessen, noch mehr als ich. Mama und Papa werden dich ausschimpfen. Egal, er wird sich sowieso für Shizuku oder Katori entscheiden. Wahrscheinlich sind Shizuku und Kotori auch hier, weil ihre Eltern ihnen gesagt haben, dass sie kommen sollen. Vielleicht denken sie, wenn sie in diese Familie einheiraten, hätten sie für den Rest ihres Lebens ausgesorgt. Sonst würden schöne Mädchen wie sie mich nicht heiraten wollen. Ich sehe nämlich nicht sonderlich gut aus. Ich glaube, sie versuchen diese Seite von sich so gut wie möglich zu verbergen. In diesem Punkt hat mir Arise ehrlich geantwortet. Ich würde ihr einen Punkt für ihre gute Persönlichkeit geben. Nun, aus der Sicht eines Geschäftsmannes hat sie keine guten sozialen Fähigkeiten und mit einer Situation wie der heutigen nicht umgehen zu können, ist nicht gut. Aber selbst wenn ich einen von ihnen heiraten würde, habe ich nicht vor, sie in die Leitung des Unternehmens einzubeziehen. Ich würde wollen, dass sie das tun, was sie tun wollen. Ich denke also, dass mir das nicht allzu viel ausmacht. Danke, dass du mir ehrlich geantwortet hast. Du wirst nicht wütend oder so? Ich habe keinen Grund, wütend zu werden. Eigentlich bin ich froh, dass du mir ehrlich geantwortet hast. Ich verstehe. Ich dachte, Kinder, die reiche Eltern haben, sind sehr stolz. Ich kenne dich ja gar nicht, da wir im Unterricht nicht viel geredet haben. Arise, bitte hör auf! Shizuku, bitte mach dir keine Sorgen. Selbst wenn es etwas gäbe, würde ich es nur als persönliche Meinung betrachten und es hätte keinen Einfluss auf dieses Treffen. Ach so, verstehe. Ja, du kannst also sagen, was immer du willst. Danach verbrachte ich Zeit damit, Fragen zu stellen und ihre Fragen zu beantworten. Ich konnte mich viel mit Shizuku und Kotori unterhalten, aber Arise schaut gelangweilt in eine andere Richtung. Ich schätze, sie waren nicht wirklich von der Idee einer Ehe begeistert. Danach verabschiedeten wir uns und die drei gingen nach Hause. Ich sagte ihnen, dass ich mich später mit ihnen in Verbindung setzen würde, um mitzuteilen, wen ich auswählen würde. Shizuku und Kotori schienen damit einverstanden zu sein. Eine Woche später.
Arise, hast du einen Moment Zeit? In der Mittagspause wandte ich mich an Arise, die in derselben Klasse wie ich war, um zu reden. Was? Wenn du möchtest, können wir nach der Schule etwas zusammen unternehmen. Warum? Ich dachte, das Treffen wegen der Heirat sei vorbei. Ich hab dir doch nicht gesagt, wie ich entschieden habe, oder? Ich brauche es nicht zu hören. Es wird entweder Shizuku oder Katori. Ich weiß nicht, was die Leute um mich herum denken, aber ich möchte die Dinge mit meinen eigenen Augen sehen und mir ein Urteil bilden. Und ich hab dich noch nicht kennengelernt, also möchte ich das nachholen. Wäre das möglich? Hm? Na gut. Super, danke. So kam es dazu, dass ich nach der Schule mit Arise Zeit verbrachte. Tut mir leid, dass ich dich warten ließ. Arise hat ihr Versprechen gehalten und kam wie versprochen zum Treffpunkt. Nein, danke, dass du gekommen bist. Du bist seltsam. Normalerweise würden die Leute entweder Shizuku oder Katori wählen, aber dass du mit mir abhängen willst? Das glaube ich nicht. Du bist auch eine beliebte Person in der Schule. Naja, ich glaube, das liegt daran, dass ich ein bisschen seltsam bin. Und es hilft, Schwestern wie meine zu haben. Hm? Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hat mich etwas beunruhigt. Verstehst du dich nicht so gut mit deiner Familie? Hm? Warum willst du... Ich meine... Nein, so ist es nicht. Warum stellst du mir so eine unhöfliche Frage? Ausgehend von ihrer Reaktion gerade eben, schätze ich, dass die Dinge zwischen ihr und ihrer Familie nicht gut laufen. Sie scheint einen unglaublichen Minderwertigkeitskomplex zu haben und ihr mangelndes Selbstvertrauen könnte von der Art her rühren, wie ihre Eltern sie behandeln. Man muss auch über die Familie des Partners Bescheid wissen. Das geht dich nichts an. Wenn ich sagen würde, dass ich dich wähle, könntest du mir es dann sagen? Was? Hm? Ich brauche dein Mitleid nicht. Es ist wohl nicht so einfach. Deine ältere Schwester Shizuku ist gesellig, hat gute Manieren und ist gut in der Schule und im Sport. Vergleichen dich deine Eltern mit ihr und behandeln dich kalt? Außerdem ist Kotori auch ein nettes Mädchen, aber sie hat einen anderen Charakter als deine ältere Schwester. Damit ist der Unterschied zwischen dir und ihnen noch viel größer. Das reicht jetzt. Wenn du so weitermachst, werde ich wütend. Oha, du kannst also auch mit lauter Stimme sprechen. Oh, du bist so ein gemeiner Mensch. Sieht wohl so aus, als ob ein Kind aus einer reichen Familie kein guter Mensch sein kann. Es tut mir leid, dass ich dich verärgert habe und dass ich in deinen persönlichen Raum eingedrungen bin. Aber ist es nicht anstrengend, die Realität zu verdrängen? Ich muss wohl recht gehabt haben, denn für jemanden, der normalerweise keine Gefühle zeigt, tat sie das jetzt. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Was nützt es dir, so etwas zu fragen? Man kann das Äußere zwar sehen, aber nur die Familie kennt das Innere eines Menschen. Deshalb möchte ich etwas über dich erfahren. Shizuku und Kotori sind beide attraktiv. Aber was ich sehe, ist nicht alles. Deshalb versuche ich absichtlich, näher an sie ranzukommen. Um mehr über Shizuku und Katori herauszufinden, verletzt du also meine Gefühle. Du bist ein schlechter Mensch. Es ist egal, wie du mich wahrnimmst, solange du mir sagst, was los ist. Hm. Du hast recht. Seit ich klein war, war ich allein zu Hause. Meine beiden Schwestern sind gute Mädchen. Ich bin das schwarze Schaf. Meine Eltern sagen das immer zu unseren Verwandten. Sowohl Shizuku als auch Katori sehen auf mich herab und halten mich für jemand, der nichts kann. Deshalb muss ich die Hausarbeit machen. Ich darf nicht mit ihnen verreisen oder in den Vergnügungspark gehen. Ich bin die Einzige, die in unserem Haus nicht erwünscht ist. Gibst du deshalb nicht dein Bestes in der Schule und beim Sport? Oh, du wusstest das? Ich habe dich in der letzten Woche beobachtet. Bei den Schulfächern habe ich nur geraten, aber es war offensichtlich, dass du in Sport nicht dein Bestes gegeben hast und du scheinst intelligent zu sein. Deshalb frage ich. Das liegt daran, dass, selbst wenn ich mich in der Schule oder beim Sport angestrengt habe, meine Eltern mir nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Es hatte keinen Sinn, sich anzustrengen. Verstehe. Wirst du dann hart für mich arbeiten? Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? So aus heiterem Himmel. Um ehrlich zu sein, kann ich nichts an deiner Situation mit deiner Familie ändern. Aber wenn du willst, kann ich dafür sorgen, dass du nicht leiden musst. Also, was meinst du? Ich sagte dir bereits, dass ich kein Mitleid brauche. Es ist kein Mitleid. Ich dachte nur, wenn ich zwischen euch dreien wählen müsste, würde ich dich wählen. Die anderen beiden scheinen dir ja nicht zu helfen, wenn du in eine schlimme Situation gerätst. Ich glaube nicht, dass ich mit solchen Leuten zusammen sein will. Du hingegen musstest schon so viel ertragen und hältst es aus. Deshalb möchte ich dich wählen. Und dass ich vielleicht lügen könnte, denkst du nicht? Die anderen beiden hatten schöne Hände, aber deine Hände sehen aus, als hätten sie eine Menge Hausarbeit geleistet. Oh. Es ist wegen der Hausarbeit, richtig? Ich weiß, dass du in keinem Schulclub bist.
Du bist echt nicht einfach. Tut mir leid. Es sieht aus, als wäre ich zu neugierig. Aber was sagst du dazu? Wenn du damit einverstanden bist, kannst du sofort bei mir einziehen. Willst du gleich nach dem Abschluss heiraten? Nein, wann immer du dich dazu bereit fühlst. Mein Großvater mag etwas dagegen haben, aber ich möchte deinen Gefühlen den Vorrang geben. Dann würde ich gerne mit dir anfangen auszugehen. Alles klar, überhaupt kein Problem. Dankeschön. Nein, ich danke dir. So wählte ich Arise und ging mit meinem Großvater zu ihren Eltern. Warum ist es ausgerechnet Arise? Ja, wieso? Ich verstehe es nicht. Tja, Mädels, so ist das halt. Es ist gut, dass er jemanden aus unserer Familie gewählt hat. Ja, das ist richtig. Aber, also, wenn Sie mich fragen, warum, kann ich nur antworten, dass Arise für mich am attraktivsten war. Attraktiv? Sie hat nur die Atmosphäre während unseres Treffens kaputt gemacht. Sie hat nicht einmal richtig gesprochen. Das stimmt. Es kann nicht sein, dass wir gegen Arise verlieren. Nur damit ihr es wisst, Arise ist bereits meine Freundin. Oh. Wenn du etwas Beleidigendes zu ihr sagst, werde ich dir nicht verzeihen. Nun beruhigen wir uns erstmal. Also, Kimoto-san, wenn es Ihnen recht ist, würden wir gerne Fräulein Arise ab heute in unserem Haus willkommen heißen. Wäre das in Ordnung für Sie? Oh ja, bitte machen Sie, was Sie wollen. Ich verstehe, das ist sehr freundlich von Ihnen. Dann werde ich meinen Butler bitten, sich um Ihr Gepäck zu kümmern. So kam es, dass Arise bei uns einzog. Sowohl Shizuku als auch Kotori sahen sehr unzufrieden mit uns aus. Aber wenn ich Arise weit weg von diesem Haus bringen kann, gibt es keine Probleme. Danach können Sie sagen, was Sie wollen. Ich bin nicht ganz überzeugt. Arise? Ich finde es nicht gut, dass Sie bequem leben können, weil ich in deine Familie einheirate. Es ist, als ob ich Ihr Spielzeug wäre. Ich werde Ihnen kein Geld geben. Was? Ich hätte Sie finanziell unterstützt, wenn Sie dich mit Liebe und Sorgfalt aufgezogen hätten. Ich würde mich bei Ihnen bedanken und dafür sorgen, dass Sie gut leben können. Aber Sie haben dich schlecht behandelt, also habe ich nicht die Absicht, Ihnen mit Geld zu helfen. Sie gehen einfach davon aus, dass ich Ihnen helfen werde, aber ich habe nie gesagt, dass ich das tun werde. Verstehe, dann bin ich ein bisschen glücklich. Ja, und jetzt kannst du sie vergessen und das tun, was du gerne tust. Du bist jetzt frei und du bist auch meine Freundin. Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Nachdem wir angefangen hatten, miteinander zu gehen, wurde Arise insgesamt sehr fröhlich. Sie begann auch, sich mehr auf andere Menschen zu verlassen. Ich konnte nicht anders, als sie sehr süß zu finden, und wir heirateten nach unserem Schulabschluss. Als die Familie Kimoto feststellte, dass sie keine finanzielle Unterstützung von mir bekam, beschuldigten sie mich, ihre Tochter gestohlen zu haben. Wir besorgten uns einen Anwalt und legten ihnen Aufnahmen und dergleichen als Beweise vor. So konnte Arise schließlich ihre Verbindung zu ihnen abbrechen.